Also, liebe Silke, wir freuen uns ganz sehr, dich bei unserem Kongress begrüßen zu dürfen. Also wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr. Wir haben lange gewartet auf die Zusage und dann waren wir ganz glücklich drüber. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Stunde nutzen, um über deinen Lebenslauf zu reden. Du hast eine ganz bunte Vita. Also du hast als Fotografin gearbeitet, Managerin in der Filmbranche und dann hattest du nochmal eine eigene Firma und das alles. Aber das Wichtigste für uns und das, worauf wir uns heute konzentrieren wollen, ist die Astrologie. Gut. Die machst du seit 20 Jahren. Ja, genau. Du hattest da so ein paar besondere Erlebnisse, habe ich auf deiner Homepage gelesen, die dahin geführt haben. Ja. Und ich möchte noch mal was vorlesen von dir, was du geschrieben hast auf deiner Homepage. Damit würde ich gerne einsteigen. Mein größtes Anliegen ist es, den Menschen dabei zu helfen, sich wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und die tiefe Spaltung zwischen Ego und dem authentischen Selbst zu überwinden. Aber Erleuchtung ist nicht genug, aus der Erleuchtung heraus aktiv zu werden und mitzugestalten. Darum geht's. Denn wenn wir nicht mehr suchen, sondern zu Findern geworden sind, geht das Leben erst richtig los. Ja. Das ist ganz spannend. Und wir würden gern von dir wissen, wie das mit Hilfe der Astrologie möglich ist, sein Selbst zu entwickeln. Oder es ist ja schon da wahrscheinlich, aber so seinen Weg zu finden, zu einem Finder zu werden. Ja, das ist ja das, wonach ganz viele Leute oder überhaupt wir alle erstmal streben, nicht? Das, wer bin ich und wer ist mein Selbst und woher komme ich, wohin gehe ich? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Nicht viele Leute gehen ja heute auch zu, lassen sich coachen, gehen in Therapien und so weiter. Und die Astrologie ist ja nur eine Möglichkeit, ist nur ein Baustein. Aber es ist ein toller Baustein, denke ich, weil wir haben dort durch die Möglichkeiten des Horoskopes wirklich das, ja, sagen wir so, die Matrix des persönlichen Menschen, also des Menschen von innen ganz alleine jetzt für diesen Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, an dem Ort auf der Erde, zu der Zeit, das ist ja alles ganz maßgeblich, welche Energie dort wirkte. Und diese Energien sind in einem größeren Zusammenhang zu sehen zu dem, was ich als Mensch hier auf der Erde, als eine kleine Regenwurmperspektive, wie ich das immer nenne, zum Ausdruck bringe. Das heißt, über die Astrologie können wir wirklich, also als eine Möglichkeit, können wir wirklich sehr schnell erkennen, was sind denn überhaupt deine Talente, die du mitbringst, was sind deine Gaben, was sind deine Fähigkeiten und vor allem auch, wo geht die Reise hin, wo kommt sie her? Also man kann sehr viel darin erkennen und man kann wirklich, wenn man sich öffnen möchte dieser Methode und auch wirklich die Angst draußen lässt, kann man sehr viel über sich erfahren. Es ist, wenn du so willst, ein größeres Bezugssystem zu einem kleineren hier von der Erde gesehen. Worauf begründet sich dieses ganze Wissen? Oder es ist eine Erfahrungswissenschaft, das geht über fast 6000 Jahre ist das schon her. Das hat ja damals geschichtlich begonnen im Mesopotamien, damals das heutige Iran. Also es gibt da eine Wiege, eine Kultur im Ägyptischen. Die Menschen haben immer schon die Sterne beobachtet und daraus Ableitungen herausgedeutet. Und früher hatte man noch Angst, auch vor Finsternissen oder wenn die Sonne überhaupt unterging und ging sie überhaupt wieder auf und so weiter. Das hat sich im Laufe der ganzen Evolution also sehr weiterentwickelt und vor allem gerade im letzten Jahr, im letzten Jahrtausend wollte ich sagen, Jahrhundert, hat die psychologische Astrologie dazu geführt oder generell die Psychologie ist dazu gekommen, so wie auch die Menschen, wir uns auf dem Entwicklungsweg der Evolution weiterentwickeln, entwickelt sich auch diese Methode der Deutung weiter. Also es begründet sich auf den Erfahrungen. Das ist wie wenn du in einen Apfel beißt, ja, kannst du auch theoretisch drüber nachdenken, aber wenn du reingebissen hast, dann weißt du, wie der schmeckt, ja, dann kennst du die feinen Unterschiede. Und so ist auch dieses Wissen der Astrologie immer weitergegeben worden über Jahrtausende und entwickelt sich auch ständig weiter. Du versorgst ja die Menschen auch immer aktuell mit den Informationen der Sternkonstellationen, die gerade so herrschen. Und es ist ganz spannend. Also inwiefern kann uns das denn helfen auf dem Weg, den wir gerade gehen, dass diese Informationen uns irgendwie so lenken und leiten auf unserem eigenen Weg? Und
Wie kann man das im Zusammenhang auch so mit der ganzen Evolution sehen? Also der Weg, der uns als Menschheit sozusagen weiterführt. Weißt du, was ich meine? Ich habe eine Idee, was du meinst. Gut. Also was ich ja selber hochspannend finde, ist immer genau das Jetzt, das Now. Viele Leute denken ja mit der Astrologie, da können wir nach vorne schauen, die Zukunft, was bringt die Zukunft und so weiter. Das ist korrekt. Also es gibt da so dicke Bücher, die nennen wir die Ephemeriden, die sehen dann so aus. Ja, das ist dann so ein dickes Buch. Da gibt es dann nur Zahlen, das ist reine Mathematik. Das heißt, das ganze Universum besteht aus reiner Mathematik einerseits und aus reiner Musik andererseits. Das heißt, wie können wir, du fragst, wie das helfen kann, das Jetzt finde ich immer so spannend. Wir können durch die Planetenkonstellationen, die reine Astronomie sind, können wir vorausschauen in der Zeit. Wir können auch rückwärts schauen, was ich immer total fast noch spannend finde, als wenn wir vorausschauen. Aber das Jetzt ist sehr interessant. Und ich mache ja doch viel auch in den Social Media, wo ich immer wieder auch Inputs gebe zur aktuellen Konstellation. Und ganz, ganz, ganz oft höre ich immer wieder, das passt genau oder genauso fühle ich mich oder danke für den Hinweis, aber jetzt habe ich es verstanden. Es ist die Arbeit in der Astrologie, die mit unserem Mentalkörper zu tun hat, also mit dem Verstehen. Da will ich etwas verstehen, ich kann es einordnen, weil wir mit unserem kleineren Blickwinkel von der Erde können über den größeren Blickwinkel von unserem Sonnensystem etwas verstehen. Und dann macht es plötzlich Sinn oder die Situation wird leichter oder man kann sich mehr entspannen. Das heißt, schlussendlich ist das, was jetzt läuft oder auch was ich, wie ich das auch deute oder auch die Kollegen, hilft, dass du mehr, sag ich mal, freier wirst in dem, was läuft. Dass du dich auch loslösen kannst von irgendwelchen Ängsten oder schlechten Gedanken, wenn du merkst, okay, das ist gerade jetzt eine Energie oder ein Zeitfenster, ja, was jetzt da ist. Das geht auch wieder vorbei. Das ist wie mit einer Erkältung, die kommt und irgendwann ist sie halt wieder durch, ja, dass du sagen kannst, ja, guck mal, jetzt haben wir gerade eine spannende Zeit, das geht noch ungefähr in die Zeitphase und dann sind wir damit wieder durch, dann kommt der nächste Lebenslerngang und dadurch sind sehr viele Menschen einfach entspannt. Das finde ich toll. Braucht man denn da diesen Zugang auch? Also wir haben jetzt aus der spirituellen Szene oder wir haben mit unseren spirituellen Speakern einfach viel darüber geredet, wie dass man durch Meditation und so weiter so diesen Zugang zum Höheren bekommt oder zu diesem Universum, was um uns drumherum ist und wo sozusagen diese höhere Führung vorgegeben ist. Wo die höhere Führung vorgegeben ist. Also vielleicht formuliere ich das nicht ganz richtig. Aber was ich meine ist, dass wir alle hier unsere Aufgabe haben. Mhm. Und dass wir das ja oft nicht bewusst erleben oder wissen. Also da ist ja was dahinter, dieses im großen ganzen Universum, wie du das eingangs auch gesagt hast. Ja. Und wie wichtig ist es, diesen Zugang dazu zu haben, das zu spüren. Schau, das ist sehr individuell und viele Menschen sind immer mehr sensitiver, ja, sehr empfindungsfähig und fangen an, vieles zu spüren. Das hat, wie du auch meinst, mit der Evolution als solches zu tun. Die Evolution hat ja vor 13,8 Milliarden Jahren angefangen mit dem sogenannten Big Bang, also das, was heute bekannt ist. Und wir sind seitdem ja unterwegs auf dieser Evolutionsspur. Und im Laufe dieser Zeit kam ja irgendwann dann erst vor 4,5 Milliarden Jahren die Erde überhaupt dazu und vor 2 Millionen Jahren erst der Mensch. Also wir sind noch gar nicht so lange dabei. Und der Mensch selber hat angefangen, überhaupt in dem lemurischen Zeitalter die physischen Körper zu erbauen, zu erschaffen. Dann kam die Emotionalkörper, dann kam die Mentalkörper und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir wieder in einer neuen Welle drin sind, die den Ausbau oder das Verfeinern unserer Instrumente, also innerhalb der Evolution, unserer Instrumente jetzt begünstigt. Und das geht in eine Richtung, die kann man dann mental intuitiv nennen. Das heißt, einerseits ist von der Lebenswelle, ja, ist eine ganz große Welle jetzt da, die sich über die Evolution hinweg jetzt so zeigt, dass wir intuitiver werden.
viele Menschen, ich habe das auch immer wieder in den Beratungen, fangen an, Dinge wahrzunehmen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Ja, da finden Herzöffnungen statt, da finden Hellsichtigkeitserfahrungen statt und so weiter. Das ist das eine. Das ist, denke ich, das ist, was die Lebenswelle, also die Evolution bringt. Das zweite ist der Mensch selber. Bin ich mit meiner persönlichen Ausrüstung überhaupt so weit, dass ich das kann? Sage ich ja, wir werden alle immer empfindsamer, ja, intuitiver, sensitiver. Und dann kommt aber noch was dazu, das sehe ich eben nicht als nicht im Horoskop, auch nicht als Astrologin, das ist die Bewusstseinsstufe eines Menschen oder eben auch die Evolutionsstufe. Ist jemand soweit bewusst und offen und wie gesagt auch, wie du es nennst, bereits in Kontakt mit sich selbst, also mit seinem Selbst oder auch mit dem höheren Selbst, oder ist jemand noch sehr mit Scheuklappen unterwegs? Und ich meine das gar nicht werten, ich meine das rein, wenn wir hinschauen, das in einer Schulklasse hast du es genauso wie in irgendwelchen großen Konferenzen. Du hast immer diejenigen, die, sagen wir mal so, von Pyramidengedanken her etwas bewusster sind und diejenigen, die noch sehr einfach sind von der Bewusstheit selbst. Und es gibt immer alle gleichzeitig auf einem Fleck immer einen heiligen und einen sehr unbewussten Menschen. Das heißt, das Spektrum ist diesbezüglich sehr groß. Aber wenn du anfängst mit Meditation, und das ist, was alle Weisheitstraditionen auch sagen, der einzige Weg mit Meditation, also nach innen gehen, da gibt es verschiedene Methoden, diesen Kontakt versuchst herzustellen, kannst du wirklich, auch wenn du vielleicht eher noch mal zu den Unbewussteren gehörst, denen das noch nicht viel sagt, kannst du trotzdem sagen, ich fange mal an, ja, ich möchte mich damit beschäftigen und kannst dich in diese Richtung entwickeln und wirklich in Kontakt kommen, und zwar nur ausschließlich durch stetige Praxis. Intuitiver zu werden, Erfahrungen zu machen, sogenannte Erleuchtung, wenn man dann auf den fortgeschrittenen Ebene ist und so weiter. Da gibt es jeden Tag Mini-Erleuchtung, da gibt es aber die ganz große. Ich hatte so eine, wie du es eingangs sagtest, in meiner Biografie damals mit 29 in der Wüste Australiens. Das war gewaltig. Also wir können alle, meine ich, vom Standpunkt der Evolution her wirklich dahin kommen durch Meditation, also durch den Kontakt mit der Stille, ja, mit dem inneren stillen Teil in uns, in die Ganzheit zu kommen. Wir sind ja immer sehr beschäftigt im Alltag mit unseren täglichen Vorrichtungen und dann, was daraus alles resultiert. Aber das, was uns wirklich stark macht und da, wo wir wieder Anschluss finden an das Urwissen, an die Ursubstanz, an den Urknall, das geht nur über die Meditation, dass wir in die Stille kommen. Und dann, ja, hat jeder Mensch, absolut einschließlich alle, die Möglichkeit, auch diesen Weg zu gehen und zu finden. Und dann, sage ich, geht das Leben erst richtig los, ja. Und dann geht es erst richtig los. Ja. Um mal das Thema Selbstverwirklichung aufzugreifen und vielleicht auch so ein paar Etappen aus deiner Biografie zu erzählen, kannst du uns so deine Meilensteine oder wie du vorhin so sagtest, deine Ebenen zur Bewusstwerdung ganz kurz erläutern, jetzt inbegriffen mit dem Wüstenerlebnis? Also ganz kurz vielleicht, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da wurde sehr viel gearbeitet und sehr viel musiziert. Da gab es bei uns fast keine Bücher. Also ich war sehr, sehr, ich würde sagen, so sehr geerdet. Ja, ich bin sehr bodenständig aufgewachsen. Und der erste, es gab viele Momente, ich glaube, ich war fünf, wo ich mich gefragt habe, wo hört das Universum eigentlich auf? Ja, da saß ich draußen auf der Terrasse oder vor der Haustür und habe mir den Sternenhimmel angeschaut und habe mich gefragt, wo hört das Universum auf? Das weiß ich noch ganz genau, es hat sich so eingebrannt, obwohl ich noch so klein war. Und da kam damals eine innere Stimme und hat gesagt, du, dafür bist du noch zu klein, das kannst du noch nicht verstehen. Und dann war das okay. Das war so ein Erleuchtungsmoment. Und ich denke, ich möchte auch alle einladen, wenn du so Themen weißt oder so einzelne Erfahrungen weißt aus der Kindheit noch, die sich wirklich eingebrannt haben. Das sind solche Momente, ja. Da wächst ich über mich hinaus. Da kommt etwas Neues in mein Bewusstsein hinzu. Denn ich sage immer, es ist ja schon alles da. Wir haben es nur vergessen durch den Inkarnationsakt als solches hier auf die Erde zu kommen, hier also geboren zu werden, und dann gehen wir durch den sogenannten Schleier des Vergessens. Und wenn ich so ein Bild habe, eine Erleuchtung oder ein tiefes, wirklich schönes Erlebnis, was mich weit macht, ja, wo ich weit werde, dann erinnere ich mich wieder. Also der ganze Bewusstwerdungsprozess, auch sein Selbst zu finden, sich selbst zu verwirklichen, ist, wie ich das nenne, der Weg nach Hause. Also wieder zurück von da, wo ich ja komme, nur schlussendlich voller, als ich angefangen bin.
Und mit 5, glaube ich, hatte ich dieses Erlebnis. Und das, ich glaube, eine ganz wichtige Station nachher war die mit 18. Mit 18. Dort hatte ich eine wunderbare Kollegin, die kein Fleisch gegessen hat. Und da kam ich in Kontakt mit dieser Philosophie des vegetarischen Essens. Und stellt euch mal vor, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo Schweine gemästet werden zum Essen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was das für Diskussionen gab. Aber das ist noch nebenbei noch ein anderes Thema. Aber das war für mich klar, seitdem esse ich auch kein Fleisch. Und ich bin immer noch nicht verhungert. Also meine Eltern freuen sich. Und dann ja, war das Wüstenerlebnis 29. Da hatte ich bisher noch keine Ahnung von Astrologie. Das kam dann, das war in der Wüste, wo ich alleine unter dem Sternenhimmel, oh, ich weiß nicht, Milliarden voll Sterne da oben in der Nacht, nachts, gell, keine künstliche Beleuchtung. Und plötzlich hat diese, ja, rückblickend war das ein Zauberstab, der mich da berührt hat, ganz tief. Also ich bin durch ein totales Stromerlebnis gegangen. Mein Körper physisch war wie, als wenn der Zauberstab ansetzt und sagt, wusch, oder so dieses Abracadabra, war Simsalabim. Und plötzlich konnte ich weiß nicht, ich hätte fliegen können, ja, wenn ich die Erdanziehungskraft hätte überwinden können. Es war so stark. Und darauf bin ich dann wieder zurück, notgedrungen in die Schweiz damals und kam zu einer, über eine Kollegin in der, wir waren beim Fernsehen damals, war ich tätig, die dann in der Kantine zu mir sagte, du, ich war meine Astrologin, ja, hat sie gefühlt, da sag ich, wo? Und dann bin ich sofort dahin und dann hat diese Dame mir mein Chart gelesen auf mein Horoskop und dachte, wow, jetzt geht's los, das ist eine neue Welt. War mir bis dahin nicht bekannt und seitdem bin ich mit dem Thema unterwegs auch. Und da wurde vieles leichter. Da habe ich gemerkt, boah, das ist eine neue, ganz neue Welt. Rückblickend war das ein Saturn-Return für die Fachleute, die sich da auskennen. Der kommt so alle 29,5 Jahre einmal vor. Ja, und dann natürlich eine ganz wichtige Erfahrung war die Geburt meiner Tochter 2005. Zu Hause im Wohnzimmer, im Wasser vor dem Kamin mit wunderschöner Meditationsmusik. Ja. Ja, und da gab es noch viele andere, so kleinere Erleuchtungen. Es gab auch viele, viele Erfahrungen jetzt auf diesem Weg hin zum Selbst mit Reisen, wo ich in Tibet war, wo ich in Mexiko in Teotihuacan war, auf der großen Sonnenpyramide, wo ich in Australien war, wo ich in Südafrika war. Also es gab so, in Polen war auch eine ganz wichtige Phase, da war ich 14, da waren wir in Auschwitz, also habe ich meine ganze Kriegsvergangenheit, denke ich, auch integrieren können. Also es waren viele Reisen auch dabei, zu besonderen Orten in dieser Welt. Und da sage ich auch immer heute, wenn du spürst, dass du in ein Land möchtest oder eine Reise machen möchtest oder du wirst geholt oder jemand sagt, komm doch mal mit, ja, dann ruft das Land dich. Das hat auch viel mit Selbstverwirklichung zu tun, zu sagen, aha, da ist etwas an diesem Ort und man kann sich erinnern an etwas oder man kommt vielleicht in Kontakt mit Energien, so wie ich das ganz stark erlebt hatte, wo du merkst, plötzlich ist es ruhig. Es wird plötzlich ruhig. Einfach ruhig. Mhm. Und seitdem ich diese Reisen gemacht habe und viel auch erfahren durfte im Außen, bin ich gar nicht mehr viel unterwegs. Jetzt bin ich anders unterwegs. Jetzt gehe ich zu Vorträgen, Workshops und so weiter. Aber um mich zu finden, waren diese Reisen auch sehr wichtig an so Schaltstellen hier auf der Erde. Oh, das ist ja, das so groß und mutig kurz dazu. Mhm. Ich spüre das mit Bali auch immer so, diese Ruhe. Aha. Und das, genau das, dass da alles fließt und so, aber ja, das ist spannend. Du hast vorhin gesagt, genau, man kommt mit bestimmten Talenten, Fähigkeiten auf die Welt und man hat so ein gewisses Werkzeug an der Hand, ne? Und das ist das, was du, glaube ich, sehen kannst im Horoskop. Ja. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass man gewisse Lebensaufgaben oder Themen zu bearbeiten hat, ne? Mhm. Die Frage ist, sind diese Themen, die da zu bearbeiten sind, geht es lebenslang oder kann man das einmal alles durchmachen sozusagen, also alle Themen abarbeiten und dann geht's Leben los? Wie kann man das sehen, wie kann man das betrachten? Das ist eine spannende Frage. Du wirst jetzt übrigens immer leiser, ich höre dich fast nicht mehr. Das ist eine spannende Frage, die kommt immer wieder mal. Es ist doch so, wenn wir diese verschiedenen Talente wirklich erkennen, ja, das ist mal ganz wichtig, wenn wir authentisch leben dürfen, dann macht das Leben Spaß. Es ist ja ganz oft so, jedenfalls in früheren Generationen noch, dass man das machen musste, was die Gesellschaft verlangt hat, was die Eltern wollten. Da musstest du den Beruf des Vaters nehmen, da musstest du eine Firma übernehmen, obwohl du vielleicht das gar nicht wolltest und so weiter.
Das heißt, die Voraussetzung überhaupt ist erstmal auch den eigenen Kindern zu gestatten, ihre Talente zu leben. Das war das Erste. Das finde ich sehr schön, wenn zum Beispiel auch Paare oder Eltern kommen, um das Horoskop des Kindes zu besprechen, um auch das Kind von Anfang an zu verstehen. Nicht um es zu verbiegen oder irgendwo hin zu lenken, sondern um es zu verstehen. Sagen, aha. Ja, oftmals bringen die Kinder ja die Themen mit, die die Eltern noch lernen dürfen. Das ist dann noch ein anderes Thema, so ein Netzwerk im Familienverbund. Hochspannend. Mhm. Also wenn ich die Möglichkeit habe, meine Talente wirklich zu leben, dann macht es Spaß. Ja, dann brauche ich fast keine Hobbys, weil dann macht es Spaß mit dem Instrument und mit den Gaben, mit denen ich unterwegs bin. Und in der Zeit, wenn du dann deinen Weg oder dein Selbst findest und gefunden hast und an Themen herankommst, wo du merkst, aha, jetzt verstehe ich, warum ich hier bin überhaupt auf der Welt. Das kann man im Horoskop wirklich sehen. Ja. Dann bekommt das Leben eine andere Qualität. Dann fängst du an, dich wirklich einzusetzen für die Aufgaben, mit denen du gesegnet bist. Nicht jeder kann alles machen. Das ist ja auch in der sogenannten ESO-Szene, ich höre das Wort gelegentlich einmal, weiß nicht, wo das herkommt, aber in diesem Denken, wo es heißt, du kannst alles machen, ja, du kannst alles machen. Und ich denke, nein, das kannst du nicht. Du kannst dich gemäß deinen Möglichkeiten, mit denen du gesegnet bist, wie ich immer sage, kannst du dich verwirklichen oder dann selbst erstmal verwirklichen. Und dazu gehören eben verschiedene Talente, die nur du kannst. Du bist einzigartig, du bist genial in dem, was du kannst. Dazu ist es wichtig, nach innen zu spüren, diesen Kontakt zu haben, sagen, wow, ja, das macht mir Freude. Ja, Freude kommt immer aus der Tiefe oder aus der Seele heraus. Und das ist wichtig. Wenn es dir keine Freude macht, wenn du zur Arbeit gehen musst morgens, oder, dann bist du nicht auf deiner Spur. Aber wenn du auf deiner Spur bist und dann erkennst, aha, jetzt habe ich verstanden. Ich kann zum Beispiel besonders gut, keine Ahnung, schreiben oder sprechen oder Klavier spielen, ja. Und jemand anders kann ganz was anderes besonders gut. Finde deins. Und dann macht Spaß. Und dann ist es interessant, um auf deine Frage zurückzukommen, dann entfaltet sich das Leben dir gegenüber. Es entfaltet sich. Das heißt, das Leben kommt zu dir. Du bekommst ständig neue Einladungen des Lebens, also von außen, die dir Möglichkeit geben, dich einzusetzen oder deine Gaben zu verwirklichen. Natürlich kommt das auch von innen, wenn du merkst, wenn du vor allem ein dynamischer Typ bist, sehr stark schöpferisch aus dem eigenen Feuer zum Beispiel herauskommst, dass du sagst, ich mache jetzt das oder ich will das verwirklichen oder das. Ja, da gibt es ja ganz tolle, unglaublich tolle kreative Möglichkeiten. Und schlussendlich zielt alles auf Kreativität hin. Mhm. Das, was ihr jetzt macht mit eurem Online-Kongress, finde ich auch genial. Darum habe ich gesagt, okay, ich mache mit, ich will euch auch vor allem unterstützen, weil ihr powert da rein und ihr macht das mit so viel Freude und mit so viel Licht und Liebe und ihr engagiert euch. Und das ist pure Kreativität, die ins Leben kommt und die andere Menschen verbindet. Das heißt, der Weg vom Selbst zur Verwirklichung ist immer der Weg vom Ich zum Wir. Zunächst geht es mal darum, mich selbst zu finden, ja. Und wie gesagt, da kann man sehr viel erkennen im Horoskop. Und dann geht es natürlich darum, nachher, wenn du sagst, aha, und dann geht es zum Wir, das heißt, ich setze mich ein. Das mache ich zum Beispiel mit fast 20 Jahren Meditation, immer wieder Gruppenarbeiten machen zum Beispiel, ja, oder auch schreiben und so weiter. Und das ist eine andere Qualität. Und die kommt aus der Ruhe und aus dem Herzen. Und dann wird es interessant, deswegen, weil du setzt dich dann wirklich ein für das Ganze und nicht nur für dich als Individuum. Nicht nur, sage ich, beides muss sein. Gell? Du musst irgendwie schauen, dass du da deinen Alltag bewältigst. Ja, ich habe jetzt nebenan hier auch die Kinder, die spielen jetzt draußen. Ich habe gesagt, ihr müsst jetzt leise sein. Mama hat jetzt ein Interview, ja, das wissen sie. Aber das ist eben auch, gehört auch dazu, zu sagen, das ist mein eigenes Leben. Und dann gibt es aber auch eben die Freude, nach außen zu gehen, sich für die Menschen einzusetzen, also für das Wir. Das ist der Weg. Silke, du hast gerade das Herz angesprochen und die Freude. Und da ist mir auch dieses Stichwort der Selbstliebe in den Sinn gekommen, mit dem wir uns auch sehr stark beschäftigen. Wir haben im Prinzip auch festgestellt, dass da auch jede andere Voraussetzung oder ein anderes Maß an persönlicher Selbstliebe hat oder woran man eben auch jeder Einzelne anders noch arbeiten darf. Wie ist denn diese
diese Selbstliebe im Zusammenhang mit der Astrologie, mit den Sternenkonstellationen zu erklären. Also wenn ich geboren werde, wie standen da die Sterne? Wie können die meine Selbstliebe beeinflussen? Also die Selbstliebe hat ja nicht jetzt direkt mit irgendeinem Sternzeichen zu tun, sondern die Selbstliebe hat mit dir als Mensch zu tun. Mhm. Jeder Mensch hat ja den ganzen Tierkreis in sich. Also wir kommen ja nicht als Einzelteil hierher, sondern wir leben ja eine Ganzheit. Und das hat selbstverständlich auch mit dem Bewusstsein, also nicht, das hat mit dem Bewusstsein zu tun und insbesondere ganz, ganz stark natürlich mit deinen Glaubenssätzen. Also wie wurdest du konditioniert? Darfst du ich sagen? Darfst du sagen, das ist ich zuerst oder ist das musst du ihm erstmal hinten anstellen? Ja? Hat man dich wirklich ernst genommen oder hat man dich ausgelacht und so weiter? Und das sind die Glaubenssätze, die natürlich sehr, sehr prägend dich geprägt haben, die viel damit zu tun haben, bin ich überhaupt fähig? Bin ich überhaupt fähig? Hallo, komm rein. Ja. Bin ich überhaupt fähig, das in irgendeiner Weise so zu erkennen, dass es ganz wichtig ist, dass es mir erstmal gut gehen darf und soll, bevor es dann den anderen gut gehen kann. Das ist bei allen Aufopferungsthemen ist das ganz stark zu erkennen, wo man sagt, ich muss leisten oder ich muss geben oder ich muss mich aufopfern oder die Eltern bis am Schluss pflegen, was auch immer. Das hat mit Selbstliebe noch gar nichts zu tun. Also es ist schlussendlich eine Erziehungsfrage und das setzt an bei den Kindern. Also bei dir und deinen Glaubenssätzen. Hat auch mit dem Sternzeichen nicht so viel zu tun. Das Spannende ist, dass das auch im Horoskop, dass man das wiederfindet, solche Themen, oder? Ich finde die Herausforderung dort, also wo es heißt, wo die Energien gebunden sind, mit denen ich vielleicht selber nicht klarkomme. Wo die Energien konditioniert wurden, wo ich sage, guck, da sind Glaubenssätze dahinter, da sind diese Themen dahinter und jene. Also wir sehen die Ursache. So. Ja. Aber wie der Mensch das lebt, das sehe ich nicht. Das ist immer das Interessante an Astrologie, so ganz grundsätzlich. Ich sehe nur die Energie, aber ich sehe nicht die Form. Also ich sehe sozusagen das Problem, aber ich sehe nicht, wie der Mensch damit umgeht. Ich kann auch mit einer problematischen, in Anführungsstriche, Konstellation sehr gut leben, weil das gehört natürlich zum Leben dazu. Es hängt dann davon ab, was ich daraus mache, was meine Gedanken daraus machen. Das ist absolut, genau. Also was dein Bewusstsein daraus macht. Man sieht es ja gerade im amerikanischen Wahlkampf, das geht ja gerade ziemlich unter die Gürtellinie. Das hat ja so mit Bewusstheit noch gar nicht viel zu tun, da geht es um Macht. Ja? Und das hat auch mit Herzqualität gar nichts zu tun. Das ist noch ein Auslaufmodell an Mensch. Aber das wird sich dann auch, das werden wir dann auch noch sehen, wie das weitergeht. Das ist, es hat was zu tun, was du daraus machst, jawohl. Und das sehe ich nicht im Horoskop. Also die Planeten, die sozusagen, also jeder hat ja alles in sich, hast du gesagt, ne? Also alle 12 Zeichen sind vertreten und dann sieht man eine bestimmte Konzentration von Energien vielleicht auf einem Punkt oder auf einem anderen Punkt und auch in einer bestimmten Arena, also in dem Haus, ne? Ja. Und in welchem, also die Häuser sind ja so die Lebensbereiche, wo diese Energien stattfinden und wo sie da sind. Spannend. Wenn man jetzt so bestimmte Themen hat, also bestimmte Energien, könnte man sich also auch entscheiden, dass ich denen gar keine Beachtung beimesse, so. Ja. Und einfach mich auf das andere konzentriere, auf welche. Das ist eine gute Frage, weil manche Leute haben viele, viele Möglichkeiten, sagen, okay, da geht es jetzt gerade nicht weiter oder da klemmt es jetzt gerade, also kümmere ich mich eher um das Thema. Ja? Oder eben, es geht nicht darum, wegzugucken. Ja. Und so manche Dinge kann man auch nicht ausweichen. Aber es gibt so persönliche Themen und es gibt kollektive Themen. Und da sehen wir sehr wohl im Horoskop, was jetzt quasi die Größenordnung ist eines Themas oder eines Problems oder einer Aufgabe. Und ich sage mal, Probleme gibt es ja nicht, es gibt nur Herausforderungen. Und die sind eben mit deinem Weg, was du vorhin angesprochen hast, gekoppelt. Jeder hat eine Aufgabe. Und manche haben, sagen wir mal so, von einer, wie soll man es mal nennen, manche haben Kräfte, um sehr massive Themen anzupacken und zu bewerkstelligen. Und manche
sind eher oder haben andere Aufgaben, wo es vielleicht eher um den Hintergrund geht oder wo es um auch eine Ausruh-Inkarnation gehen könnte. Gibt es übrigens auch alles, nicht? Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich viel Themen geliefert bekommen. Wir bekommen immer nur so viel, wie wir gerade handeln können. Ja. Und wenn du die Häuser ansprichst, dann sehe ich die Lebensbereiche. Das ist korrekt. Es gibt insgesamt 12 Lebensbereiche in der Astrologie. Und da kann ich sehen, ist das, hat das jetzt mit Partnerschaften zu tun, hat das mit Loslassen zu tun, hat das mit Reisen zu tun, hat das mit der Familie zu tun, hat das mit der Stille zu tun oder mit dem Freundeskreis oder mit dem sozialen Engagement und so weiter. Das kann man sehr, sehr gut beschreiben. Ja? Und das hilft, wenn ihr so auf eure Frage vorher noch zu antworten, es hilft sehr, sich da gezielt, also auf den Punkt genau, wirklich zu orientieren und sagen, aha, da sollte ich mal hinschauen. Ganz oft schauen wir genau da nicht hin, wo wir auch nicht wachsen wollen. Ne? Da kommen mir jetzt sofort, da kommen mir diese Krisen in den Sinn. Das ist ja so die Saturnwende. Oder dann kommt das nochmal mit der Uranus, der holt dann später nochmal rein, ne? kannst du das so ein bisschen beschreiben, was da passiert in diesen Phasen und wann die stattfinden im Leben? Das ist ziemlich allgemeingültig, oder? Für jeden? Ja, es gibt, das ist das Schöne an der Astrologie. Wir arbeiten mit Zyklen. Und mit den Planeten und sensitiven Informationen oder Punkten, die wir sehen im Horoskop, sind Zyklen verbunden. Also der Mond ist ja der schnellste, nicht? Das ist ja alle 4 Wochen ist der wieder voll, wieder leer und halb und so weiter. Die Sonne hat einen Zyklus von einem Jahr. Die langsamste Energie ist der Pluto, der hat einen Zyklus von 248 Jahre. Und da können wir eben sehen, von den Zyklen her, wenn jetzt ein Zyklus ansteht, der mit deinem persönlichen Leben zu tun hat, wenn zum Beispiel der Pluto kommt über die Sonne, über die Steinbocksonne, wie bei einem Michael Schumacher, das war genau der Tag, an dem er stürzte, das war so diese Phase, wo der Pluto, wo es um Transformation ging, über seine Sonne lief im Steinbockzeichen. Das ist die Ansage, du, wenn du nicht transformieren wirst von alleine, dann helfen wir dir, ja. Und das sind sogenannte Schicksalsschläge oder auch Krisen, die dann größeren Ausmaßes haben, wenn die Langsamläufer, Uranus, Neptun, Pluto, im Spiel sind. Und wenn die Schnellen, die Kurzen unterwegs sind, die ganz schnell mal vorbeihuschen, wie der Mars oder die Venus oder der Merkur, dann sind das keine so großen fundamentalen Krisen. Es geht dann mehr so um persönliche Themen wie Büro aufräumen, auch schon wieder, ja, so ungefähr. Aber die wirklich schwierigen oder anspruchsvollen Themen sind die, wenn der Saturn kommt alle 29,5 Jahre, wenn der Chiron kommt alle 50 Jahre und dazwischen gibt es noch so Zwischenthemen. Das sind gerade die langsamen Energien, wenn die sich bemerkbar machen im persönlichen Leben, sind das tiefe, tiefe spirituelle Krisen. Immer wieder. Wenn du, die Frage ist, kannst du es als das sehen oder nicht? Um das Beispiel von Michael Schumacher noch kurz abzurunden. Ich hatte mich damals gefragt, warum macht er wieder weiter? Er hatte sich verabschiedet vom Motorsport, ja, als Leistungssportler, wahnsinnig, so viele Jahre im Hochgefährlichkeitsleistungsbereich, tritt zurück und tritt dann nochmal wieder an. Und es ging damals so, wie ich das beobachtet habe, um Geld. Auf jeden Fall habe ich mich nur gefragt, warum macht er das? Warum macht er das, wenn der wüsste, ja, so ungefähr? Ja, und dann passiert so etwas, wo jemand, ja, über einen Stein fährt beim Skifahren, was nicht schön ist und was auch niemand ihm wünscht. Aber es ist ein Weg. Und das ist dann, kann wirklich etwas Fundamentales in Bewegung kommen, um eine tiefe, tiefe, auch spirituelle Krise auszulösen. Ja, so kann es gehen. Aber eben individuell anzuschauen. Und das kann man, wenn man sich damit beschäftigt, kann man von vornherein sehen, ah, da ist ein Transit oder da kommt ein Thema jetzt auf mich zu und das ist hochspannend. Dafür sollte man aber auch keine Angst haben, weil das ist ja alles göttlich geführt. Ja? Und es muss nicht zu einem tiefen oder schweren Unfall kommen, es muss nicht zu Todesfällen kommen, es muss nicht zu diesen ganzen Katastrophen kommen, aber dass die Krise kommt, wie quasi, wenn morgen Regen angesagt ist, nimmst du auch den Regenschirm mit, ja, weil der Regen kommt. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Wie du die Welle reitest. Wie du die Welle reitest, genau. Und das Leben meint es gut mit uns. Das dürfen wir uns immer sagen. Immer.
wir sind nicht hier, um geärgert zu werden. Wir sind hier auf der Erde, um Erfahrung zu machen. Um Erfahrung zu machen als Mensch oder als Seele in einem menschlichen Körper. Und um Erfahrung zu machen für mich persönlich und dann nachher auch das Kollektiv, also von ich zu wir, das Kollektiv damit zu befruchten, um kreativ zu werden, um die ganze Erde in ihrem Transformationsprozess und dem ständigen Evolutionsprozess anzuheben und um dann irgendwann nachher wieder zu gehen, aber voller und glücklicher. Ja. Und es kommt immer wieder neue Themen dazu. Du wirst immer wieder, wenn du auf deiner Spur bist, gerufen. Es ist nicht so, dass irgendwann fertig ist und sagst, ja, was mache ich jetzt? Däumchen drin. Nein, das ist ja alles in Bewegung. Das ist ja das Faszinierende. Und ich sage immer, auch wenn jemand sagt, ach, ich bin schon so weit erleuchtet und so weiter, ich sage, du, Achtung, gell? Nach oben ist die Skala offen. Also es geht immer weiter. Ja. Interessant ist auch nur so am Rande, der Ken Wilber, Philosoph, sagt ja auch, wir sind im Moment in der Halbzeit der Evolution. Halbzeit, gell? Das heißt, wenn wir seit 13,8 Milliarden Jahren unterwegs sind, könnt ihr ausrechnen, wo wir gerade stehen. Also kommt noch viel. Ui. Also gibt es keinen großen Urknall. Oh, jeden Morgen beim Aufstehen, immer wieder Urknall. Immer Big Ben. Kannst dich immer entscheiden, will ich jetzt diesen kleinen Urknall, will ich den jetzt leben, also stehe ich jetzt auf und abends liegst du wieder zu Bett und sagst, das war's. Du siehst in jedem Tag die ganze Evolution. Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Du siehst in jedem Atemzug die Evolution. Ich sage immer, wenn du den Atem verstehst, ja, das tiefe Einatmen, das Innehalten, das Ausatmen, das Innehalten, wenn du diesen Wechsel, ja, dieses In- und Ein- und Aus, wenn du das verstehst, verstehst du das Universum. Einatmen, inhalten und beim Ausatmen ist schon der Verfall, dieser Sterbeprozess schon im Gange. Das ja? sind diese Qualitäten mit Kardinal, Fix und Flexibel? Nee? Nein, es ist der große Atem Gottes. Das Einatmen, das Ausatmen. Das sind diese ganzen Weltenzeitalter, das nennt man das Manvantara oder das Pralaya. Das sind ganz große Zyklen, die gehen wirklich über ja, unvorstellbare Zeitfenster. Wenn wir das aber runterrechnen aufs Kleine, ja, dann ist es im Atem genau das Gleiche. Das gibt ein Axiom, ein ganz großes, wichtiges Axiom aus den hermetischen Lehren, also aus den Weisheitstraditionen. Und das heißt, wie oben so unten oder wie innen so außen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und wenn du das ganz tief mal hineinnimmst, eben darüber darf man dann meditieren. Es geht nicht nur vom Verstand. Wenn du das ganz tief reinnimmst, dann verstehst du die Welt. Und dann verstehst du dich. Und dann machst du deine Arbeit hier auf der Welt, weil du Teil des Ganzen bist. Wir sind ja nicht außerhalb der Schöpfung. Wir sind mittendrin und wir sind Geschöpfe und Schöpfende. Ich habe nochmal eine Frage zu den Beziehungen oder beziehungsweise zu den Menschen, die uns so über den Weg laufen und die Beziehungen, die wir eingehen und das im Zusammenhang mit Karma. Moment. Ja. Ja, okay, bin wieder da. Entschuldigung. Also, es gibt ja so karmische Verbindungen oder karmische Beziehungen. Also Menschen, die einem irgendwie so wie von Gottes Hand ins Leben geworfen wurden. So hat man das Gefühl. Und es war eine höhere Führung und ich habe den jetzt getroffen, weil das sollte so sein. Inwiefern helfen die mir dabei, zu mir selbst zu finden? Oh, die helfen alle. Das sind ja alles immer unsere Engel. Gell? Das sind immer unsere Engel. Natürlich helfen die. Weil wir sind hier auf der Erde ja nicht isoliert. Wir sind ja auch nicht hier, um ein Einzelleben zu führen. Wir sind hier als Mensch in der Begegnung. Und wir lernen durch den anderen. Und selbstverständlich lehrt der andere, ob es jetzt dein Chef ist oder ob es auch dein Kind ist, was da gerade in die Hosen geschissen hat. Ja? Die lehren uns, mit uns selbst zu reflektieren. Und da gibt es wiederum ein großes Axiom. Es gibt ja verschiedene große kosmische Gesetze. Und ein Gesetz ist das Gesetz der Resonanz.
Das ist auch schon langsam durchgesickert, so im allgemeinen Bewusstsein. Früher waren das die Eingeweihten, die sich damit beschäftigt haben und das verstehen konnten. Heute können wir das langsam alle, weil wir uns auch vom Intellekt so weit entwickelt haben, dass wir es intuitiv erfassen können. Dieses Gesetz der Resonanz spricht davon, dass wir, wenn du so willst, ja rein elektromagnetische Energie sind und dann auch entsprechend andere Energiefelder in unseren Lebenskreis hineinziehen. Und dann gibt es noch das andere, wo sich dann Menschen miteinander wirklich auch so zusammen, kann man sagen, vielleicht verabredet haben oder wo, nicht Menschen, die Seelen natürlich, wo die Seelen miteinander sagen, du, wir treffen uns dann 2016, ja, 10. Oktober, wir treffen uns heute auch das erste Mal hier, wo man sagt, du, wir treffen uns dann und dann werde ich dir helfen, durch eine Begebenheit oder durch ein Ereignis, werde ich dir helfen, dich zu erinnern oder weiterzuwachsen. Aber da sind wir im Bereich der Feinstofflichkeit und das kann man vom Horoskop her kann man das auch sehr, sehr genau erkennen, wenn da zwei verschiedene Menschen, also zwei Menschen mit natürlich eigenen Horoskopen zusammenkommen, was da die gemeinsame Aufgabe oder Arbeit ist. Und das ist jetzt spannend, wenn diese gemeinsame Aufgabe erledigt ist, also wenn es gelernt ist, was gelernt werden sollte, gehen die dann wieder auseinander? Dann bist du frei. Das ist genau der Punkt. Du hast einen freien Willen. Und da bist du frei. Du kannst sagen, okay, wenn zum Beispiel auch eine Ehe zu Ende ist, ja, oder eine Partnerschaft, ja, man trennt sich zum Beispiel zum Glück immer mehr im Guten heute, dann kann man nachher entscheiden, was machen wir jetzt? Wollen wir Freunde bleiben? Machen wir einen Cut? Ja, wollen wir uns vielleicht sogar wieder verheiraten? Gibt's ja auch. Nein, da bist du frei. Wenn du dein Thema erfüllt hast, dann ist es gut. Und das ist das Schöne, Eckhart Tolle sagt das nämlich. Wenn er nicht Eckhart Tolle, doch, Oscar Wilde sagt das, Oscar Wilde. Wenn es zu Ende ist, ist es gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das ist auch ein Ende. Wenn sich jemand dafür entscheidet, die Astrologie als ein Instrument zu nutzen und vielleicht mit dir zu arbeiten oder das ja für sich, wie kann ich mir das vorstellen? In Form, also du kommst, ja? Oder schreibst du Geburtshoroskope oder Nein, ich spreche. Du sprichst. Ich spreche, ja. Also es gibt auch Computerausdrucke, ne? Das ist natürlich auch eine einfache Sache, wenn man sich da erstmal annähern möchte, dann kann man einen Computerausdruck bestellen und der macht das ganz mechanisch, der sagt, okay, da hat die Venus, hat mit Mars einen Aspekt, so und so, ja, das bedeutet das und das. So, dann kannst du das wie eine Tabelle ablesen. Der Punkt ist nur der, in einer Computeranalyse kannst du natürlich die Seele nicht erfassen, ja, und wenn jemand zu mir kommt, also persönlich zu mir ins Sitzungszimmer oder auch, wenn wir skypen oder auch telefonieren, dann spielt da noch was anderes, ja, dann spielt das die menschliche Intuition, sagen wir so, ich nehme da noch was anderes wahr, ja, und ich sehe, das eine ist das Horoskop selber, da habe ich lange Zeit studiert, zunächst einmal, wie auch eine Chirurgin oder ein Arzt auch erstmal seine Instrumente erstmal kennen muss, ne? Sagt, okay, das ist jetzt ein Skalpell oder eben, das ist jetzt der Mars, der bedeutet das und das und so, da habe ich zu Anfang immer gedacht, boah, das verstehe ich ja nie, das ist so kompliziert und plötzlich irgendwann nach anderthalb Jahren Studium, plötzlich macht es ding, oder, dann habe ich gemerkt, oh, jetzt passiert bei mir was, so als ob da die Synapsen neu angefangen haben, sich neu zu vernetzen. Und da fing an, das Horoskop vor meinen Augen zu tanzen. Und wenn heute jemand zu mir kommt, ich brauche ja nur drei Koordinaten. Ich brauche nur den Geburtstag, den Ort hier auf der Welt und die Uhrzeit. Und dann weiß ich, wo dieser Mensch, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Konstellationen auf die Welt kam. Ja, da fange ich an zu reden. Aber ich rede da nicht einfach so, sondern es kommt ja, der Mensch kommt ja mit einer Fragestellung oder mit mehreren Fragestellungen. Und da gehe ich dran drauf ein. Also ich mache da keinen Vortrag, sondern ich bin in einem Dialog mit dem anderen. Und was wichtig ist, es gehört die persönliche Geschichte dazu. Das sehen wir ja bei Zwillingshoroskopen oder Mehrlingshoroskopen. Die haben fast identische Horoskope. Ja, oder wenn jemand am selben Tag geboren ist und so weiter. Aber die Geschichte dazu ist interessant. Ja, das können unterschiedliche Geschichten sein, je nach Bewusstseinsstand des Menschen. Ich habe auch spannender, weil ich habe Zwillinge als Geschwister, junge Mädchen. Sehr interessant, das da auch zu sehen, die verschiedenen Lebensläufe und so weiter.
Aber wenn dann jemand zu mir kommt, dann spreche ich. Ich schreibe nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Du hattest in einem Video, hast du über das Dharma gesprochen. Ja. Es kommt sozusagen, wenn alles Karma aufgelöst ist, so habe ich es verstanden. Und das Dharma ist, wenn du deine Bestimmung lebst oder genau. leben darfst, dann. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Ja, wir haben im Prinzip auch schon drüber gesprochen, wenn wir hier auf die Erde kommen und unsere überhaupt erstmal aus den Schleier des Vergessens so langsam ziehen, indem wir unsere Themen erkennen, abarbeiten, also ja, uns auch selbst verwirklichen, ja. Und dann der Moment kommt, der heilige Moment, wo dann sozusagen die Seele übernimmt. Ich sage mal, die Seele übernimmt dann so das Ego. Ne? Ja. Ein ganz heiliger Moment. Und das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, was dann entsteht. Und dann bist du auch ganz ruhig, dann musst du gar nicht mehr hetzen und so weiter. Und da kann es so Momente geben, die haben wir aber nicht zu entscheiden. Das sind größere, also wir als Mensch, nicht? Das sind größere Zusammenhänge, die haben wir nicht zu entscheiden. Da gibt es Momente, wo man wirklich auch spürt, wow, das ist okay, das habe ich jetzt integriert. Ne? Das habe ich jetzt vom Herzen her integriert. Und es ist gut. Und im Moment haben wir so eine ganz spannende Phase, das hat mit ganz großen Zyklen zu tun, die sich alle überlappen, wo jetzt wirklich jetzt in 2016, im Übergangsjahr, wie ich das nenne, eine Phase da ist, wo viele Menschen von uns die Möglichkeit haben, mit dem Karma, also sozusagen aus dem Rad des Karmas, wie es im Buddhismus ja heißt, auszusteigen und dann definitiv mit dem Dharma zu beginnen. Das Dharma, mit DH, schreibt sich das, ne? Ein Wort aus dem Sanskrit, heißt wirklich, jetzt darfst du deine Bestimmung leben. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es darum, wirklich mitzumachen, dich einzusetzen an dem Platz, wo du gebraucht wirst, hier auf der Erde. Das weiß jeder Geschäftsmann, jeder Manager, jede Managerin weiß, dass sie setzen ihr Personal genauso ein mit ihren Qualitäten. Du hast den Job, du hast den Job, du hast den Job. Das ist genau das Gleiche. Nur im Zusammenhang mit Karma und Dharma sagt dir das kein Manager, das musst du mit deiner Seele selber abmachen und herausfinden. Aber dann spürst du, wow, das ist meins. Ich habe zum Beispiel viele verschiedene Deutungssysteme früher geprüft, in der Hand gelesen, in Zahlen, in den Augen und so weiter, dann an den Füßen. Man kann ja überall, oder I Ching und all diese oder Tarot, all diese verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe das alles so spaßeshalber durchprobiert und habe irgendwas gemerkt, ah, nein, die Astrologie, das ist meins, das kann ich. Also es ist nicht, was ich kann, sondern das ist mein Ding. Ja. Und wenn du deins hast und gefunden hast, dann wirst du ganz ruhig und dann meistens auch sehr, sehr im Außen, also innen sehr ruhig und im Außen dann sehr aktiv, um deinen Beitrag zu leisten. Das ist Dharma. Okay. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr inspirierend. Wir danken dir sehr. Schön. Für deine Zeit, für deine Worte, für die Energie. Prima, gebe ich alles zurück an euch. Tolle Sache, was ihr da macht. Super. Also viel Erfolg euch beiden noch, gell?